Wahrlich, alles ist bemerkenswert und eine Quelle des Staunens und der Verwunderung. Der Mensch hat das große Glück, in diesem amerikanischen Garten Eden zu leben. Die vom deutschen Auswanderer Albert Bierstadt über seine neue amerikanische Heimat so gesprochenen Worte verdeutlichen die überwältigende Wirkung, die die unberührten Weiten der neuen Welt auf ihn hatte. Mit seinen idyllischen und idealisierten Landschaften, von der Kritik nicht immer nur geliebt, wurde Bierstadt posthum aber zu einem der Wegbereiter der Naturschutzbewegung. Hatte er doch einer breiten Bevölkerung die Schönheit des noch weitgehend unerschlossenen Kontinents vor Augen geführt. Der 1830 im deutschen Solingen geborene und an der Königlich-Preußischen Kunstakademie in Düsseldorf ausgebildete Maler und Zeichenlehrer Albert Bierstadt nahm unter anderem im Frühling und Sommer des Jahres 1859 an einer Expedition in den noch relativ unberührten amerikanischen Westen teil, auf der er vor allem Gegenden in Colorado und Wyoming studierte. Hier fertigte er zahlreiche Skizzen an, die er später im Atelier als Vorlage für großflächige Ölgemälde verwandte. Häufiges Motiv waren romantisch verklärte, oftmals auf dramatische Effekte und Lichtstimmungen abzielende Landschaften. Bierstadt gehörte der zweiten Generation der sogenannten Hudson River School in New York an, einer informellen, lose verbundenen Gruppe gleichgesinnter Maler, die entlang des recht unberührten Hudson River zu malen begannen. Ihr verbindender Stil basierte auf sorgfältig ausgearbeiteten, detaillierten Gemälden mit romantischer, beinahe glühender Beleuchtung. Aufgrund der prominenten, oft unwirklich erscheinenden Lichtstimmungen wurde die stilistische Ausrichtung von zeitgenössischen Kritikern auch als Luminismus bezeichnet. Bierstadt fertigte seine Werke allerdings nicht nach unmittelbarer Naturbeobachtung, sondern komponierte sie in akademischer Tradition nach etablierten Gestaltungsregeln durch. Vielleicht wirkten deshalb seine übergroßen Gemälde idealisierter Landschaften des amerikanischen Westens auf einige seiner Zeitgenossen schlichtweg zu schön, zu idealisiert. Kein geringerer als Mark Twain bemerkte in Bierstadts Bildern lakonisch einen Mangel an Authentizität. Dieser Mann hat die Atmosphäre seiner Malereien sicherlich aus irgendeinem fremden Land importiert, denn nichts dergleichen wurde jemals in Kalifornien gesehen. Auf weiteren Reisen durch die von europäischen Siedlern weitestgehend unberührte Natur des amerikanischen Westens entstanden noch mehrere hundert Skizzen und Studien für spätere Ölbilder. Bis in die 1880er Jahre reiste der äußerst produktive Bierstadt durch Nordamerika und schuf Auftragsarbeiten, unter anderem für die US-amerikanische Regierung. Nachdem bei einem Brand seines Ateliers im Jahr 1882 neben diesem alle seine auf Vorrat gemalten Bilder zerstört wurden, das Interesse an seinem Werk hatte bereits zuvor deutlich nachgelassen, geriet Bierstadt weitgehend in Vergessenheit. Statt seiner von Pathos durchdrungenen Landschaften suchte das Publikum nunmehr nach realistischen, die Lebenswirklichkeit der amerikanischen Bevölkerung abbildenden Werken. Die neue Welt folgte hier in den Entwicklungen weg von der akademischen Malereitradition den europäischen Strömungen des Realismus und des Impressionismus nach, sehr zum Leidwesen Bierstadts. Er starb 1902 mittellos in New York. Mit der erwachsenden Natur- und Umweltbewegung der 1960er erwachte das Interesse an seinen Bildern erneut. Hierbei gerieten aber vor allem seine weniger detailliert ausgearbeiteten Ölskizzen und Studien in den Fokus des Interesses. Sie entsprachen in ihrer charaktervollen Flüchtigkeit viel eher dem Geschmack als die großformatigen Monumentallandschaften. Das Ölgemälde Sturm in den Bergen, ca. 1870 in Öl auf Leinwand angefertigt, zeigt den Blick in die Tiefe eines teilweise sonnenbeschienenen Tales, über dem sich die dunklen Wolken eines heranziehenden Sturmes zusammenballen. Der Betrachter steht leicht erhöht über dem Talesgrund und blickt von seinem Standpunkt aus in eine weite, mit Baumgruppen und vereinzelten Gehöften übersäte Ebene. Rechts und unmittelbar unterhalb des Betrachterstandpunkts befindet sich ein nur in der schattenhaften Andeutung zu erkennendes Gehölz. Links und rechts wird das Tal gesäumt von teils grasbewachsenen, teils felsigen und von Steilklippen durchbrochenen Ausläufern der umgebenden Berge. Durch den Bildmittelgrund zieht sich von links nach rechts ein gelbliches Lichtband, das diesen offenkundig landwirtschaftlich genutzten Teil des Tales warm leuchten lässt. In der Ebene erkennt der Betrachter kleine Gehöfte und die vagen Spuren menschlicher Nutzung der Landschaft. Unmittelbar hinter der Ebene, im Schatten der herabsinkenden Sturmwolken, verengt sich das Tal in eine diesige, nur vage auszumachende Schlucht, in der sich weitere Wolken sammeln.
Am Ende dieses Ausblickes, kreisförmig eingerahmt von dunklem Boden und Sturmwolken, öffnet sich die Szene. In der linken oberen Bildecke wird vor einem kleinen Stück blauen Himmels der Gipfel eines einzelnen, schneebedeckten Berges sichtbar. Der Bildaufbau des Gemäldes weist zunächst keine erkennbare Regelmäßigkeit oder Symmetrie auf. Der Blick auf den Horizont ist verdeckt, dieser kann aber der Perspektive nach in einer horizontalen Aufteilung von einem Drittel Boden zu zwei Dritteln Himmel wahrgenommen werden. Wenngleich der Himmel als solcher auch kaum zu sehen ist, so öffnet diese Flächenaufteilung doch den Bildraum nach oben hin. Bierstadt folgt hier den tradierten Kompositionsregeln seiner akademischen Ausbildung. Im Werk finden sich weitere verschiedene, die Bildfläche organisierende und strukturierende richtungsweisende Linien, insbesondere im Spannungsfeld aus Bergen, Wolken und Licht. Diese erzeugen eine elliptische Öffnung, um die sich spiralierend und in einem Zusammenspiel aus Hell und Dunkel die verschiedenen Bildelemente dynamisch legen. Der Blick wird so, dem Schwung folgend, über das Lichtband zu den hellen, dann zu den dunklen Wolken hin, auf die im Kontrast hell wirkende Ellipse mit der darin liegenden Bergspitze geführt. So entsteht durch Kreis- und Bogenformen sowie Diagonalen ein hohes Maß an Dynamik in der oberen Bildhälfte, eben dort, wo sich der Sturm zusammenbraut. Die Ebene in der unteren Bildhälfte und damit im Vordergrund des Werkes ist in ihrer Anlage im Kontrast eher horizontal organisiert. Erkennbar beispielsweise an den sich waagerecht erstreckenden Baumgruppen. Zusammen mit der horizontalen Formatwahl wird so die Weite der gezeigten Landschaft betont. Die Diagonale des Hügels am rechten unteren Bildrand leitet sanft schiebend den Blick hinein in die Spiralform der sich in die Ferne öffnenden Szene. Nicht zuletzt hieraus resultiert die dem Blick eigene starke dynamische Sogwirkung in die Bildtiefe. Die Tiefenwirkung des Bildes fußt insgesamt aber auch stark auf der Verkleinerung als raumschaffendem Mittel. Es finden sich nur wenige Staffelungen und Überschneidungen. Vielmehr sind es die das Tal begrenzenden Berghänge, die den Blick in die Raumtiefe lenken. Ein Mangel an gegenständlichen Orientierungsmöglichkeiten bei den Proportionen der Bildgegenstände erschwert dem Betrachter die schnelle Einschätzung der Dimensionen. Hierdurch wird die Empfindung von Größe und Wucht der das Tal begrenzenden Berge und der Wolken verstärkt. Bierstadt setzt das Spiel von hell gegen dunkel ebenso wie Farbigkeit gezielt zum Schaffen des Raumeindrucks ein. So erscheint die Landschaft im Mittelgrund warm und licht, Hintergrund und Vordergrund mit Betrachterstandpunkt in weiten Teilen dunkel und stark kontrastiert mit den hellen Wolkenstrukturen. Die starken Schatten schaffen erkennbare Raumtiefe. Um diese Räumlichkeit weiter erfahrbar zu machen, nutzt Bierstadt den angedeutet leichten Ansatz einer Luftperspektive. Tiefe erzeugende Verblauung wird aufgrund des starken Hell-Dunkel-Kontrasts nur marginal erkennbar. Deutlich erkennbar ist jedoch die Detailabnahme in Richtung des Horizonts durch einen durchaus erkennbaren Sfumato-Effekt. Entgegen des unmittelbaren ersten Eindrucks auf den Betrachter ist das Gemälde Sturm im Gebirge gekennzeichnet von einer starken farblichen Reduktion. So finden sich im Wesentlichen das Gelb der Felder und der Hänge im Lichtband, das Blau des Himmels und deren Mischfarbe Grün in den Feldern, Wiesen und Bäumen der Ebene einerseits, starke Hell-Dunkel-Kontraste zwischen beinahe schwarzen Brauntönen und Weiß im Hintergrund andererseits. Die warmen Töne konzentrieren sich also im Mittelgrund und im horizontal über der Ebene liegenden Lichtband. Die Farbanlage um die Betrachterposition und im Gebirge in der Ferne ist hingegen fast ausschließlich unbunt. Bierstadt betont hier vor allem der dramatischen Wirkung halber den Widerstreit von hellem, friedvollem Tal gegen das Dunkel der rauen, unwirtlichen Berge.